Willkommen bei Motorrad Online und viele Grüße aus Lanzarote, wo es erstaunlich windig und doch regnerisch ist. Aber naja, das ist nicht das erste Mal und auch nicht das letzte Mal. Aber es soll auch nicht um die Insel gehen, sondern es soll um dieses Motorrad gehen. Und heute haben wir was ganz Besonderes. Und zwar die Yamaha MT-09 in der vierten Generation. Ja, Yamaha MT-09 oder Yamaha MT allgemein, wichtiges Motorrad, gibt es jetzt tatsächlich schon seit 10 Jahren. Ist die erste MT der Neuzeit bei Yamaha und ich denke, also kann man wirklich sagen, ohne zu übertreiben, das ist ein Meilenstein für Yamaha gewesen, so ein Turnaround-Punkt. Und deswegen wurden auch nicht weniger als 100.000 MT-09 bisher alleine in Europa schon verkauft. 200.000 ungefähr weltweit. Also das ist ein wichtiges Motorrad für Yamaha. Und wichtige Motorräder werden natürlich auf Stand gehalten. Also wie gesagt, wir haben jetzt hier die brandneue MT-09, vierte Modellgeneration. Ja, was wurde neu gemacht? Also wenn ihr vielleicht die letzte MT-09 noch im Kopf habt, es war natürlich auch ein super Motorrad, keine Frage, aber die hat ein bisschen polarisiert und die hat deswegen polarisiert, weil sie einerseits ein für manche Leute ein bisschen gewöhnungsbedürftiges Design hatte und auch ein etwas gewöhnungsbedürftiges Fahrverhalten bzw. Lenkverhalten und da konnte man Probleme haben, wenn man mit wollte. Die einen sagen so, die anderen sagen so und Yamaha hat sich jetzt halt konkret dieser Sachen angenommen. Also im Grunde genommen 3 Punkte. Einmal das Design, dann die Ergonomie, ganz, ganz großer Punkt, und auch die Bedienbarkeit. Und das sind quasi die 3 Punkte, um die sich Yamaha besonders gekümmert hat jetzt bei der neuen MT-09. Punkt 1, Design, sieht man vielleicht sofort gleich. Hier komplett neue Frontmaske. Und das war eigentlich auch der Stein des Anstoßes bei der bisherigen MT-09. Die war sehr hoch und hatte halt auch so ein gewöhnungsbedürftiges Gesicht, sage ich jetzt mal diplomatisch. Da sieht man jetzt gleich, das ist einfach deutlich harmonischer, also zumindest aus meiner Sicht. Ich finde es ganz hübsch. Schließt halt jetzt auf der Höhe des Tanks ab, der auch neu gestaltet ist. Der ist jetzt flacher und breiter. Und wie man vielleicht auch sieht, am Heck ist jetzt auch sozusagen ein bisschen mehr Fleisch. Das war ja vorher eine durchgehende Sitzbank und so ein ganz spitz zulaufendes Heck. Und das Motorrad hatte ja im Seitenprofil halt schon so einen bauchigen Tank in der Mitte und so ein supermotorartiges Erscheinungsbild, so ein bisschen, was ja eigentlich auch so der Ursprung von der MT-Reihe ist. Und davon wollte man jetzt ein bisschen weg und sozusagen hin zu einem klassischen Naked-Bike mehr. Ne? Und das hat man halt, wie gesagt, einerseits durch die neuen Designelemente geschaffen, also die neue Frontmaske, der neue Tank, das neue Heck, aber vor allem auch durch die Ergonomie. Und da geht es jetzt halt auch nicht nur um Optik, sondern das zeigt auch, dass es ums Fahrverhalten geht und dass Yamaha das wichtig war. Denn es wurde gleichzeitig auch passend zur Optik sozusagen die Geometrie geändert oder die Ergonomie eher gesagt. Also der Lenker ist deutlich nach unten gewandert, 34 mm tiefer und auch 1,5 mm weiter nach hinten gerückt. Und gleichzeitig sind die Fußrasten fast 10 mm höher und auch 30 mm weiter zurückversetzt worden. So, und das mag jetzt vielleicht nach kleinen Änderungen klingen, aber ich denke, man sieht es schon auf den ersten Blick, dass die Ergonomie neu ist, aber vor allem spürt man es auch. Und im Wesentlichen hat man jetzt halt einfach mehr so eine Naked-Bike-Ergonomie und es ist ein bisschen weggegangen von diesem Supermotorartigen, was ja für die MT-Modelle, gerade für die ersten Modelle, relativ typisch war. Ja, das halt zum Thema Ergonomie. Design haben wir auch einigermaßen abgefrühstückt. Und der dritte große Punkt war halt Bedienbarkeit. Die letzte MT hatte ein 3,5 Zoll Display, was im Grunde genommen also ungefähr die Größe eines 10 Jahre alten Smartphones hat und nicht immer ganz leicht zu bedienen war. Vielleicht kennt ihr das von Yamaha, von aktuelleren Yamahas, die hatten dann häufig auf der rechten Seite hier so ein Bedienrad und das war sehr fisselig zu bedienen, gerade wenn man Handschuhe hatte und jetzt hat man halt quasi den Branchenstandard aufgenommen, man hat ein Vier-Wege-Kreuz, das kann man in der Mitte draufdrücken zum Bestätigen und dann hat man einen Button zum Zurückgehen quasi immer aus den Menüs und das zusammen mit einem größeren Display
führt einfach dazu, dass man das jetzt alles deutlich leichter bedienen kann. Dazu gibt es jetzt halt auch erweiterte Connectivity zum Smartphone. Also man kann jetzt, ob man es will oder braucht oder möchte oder auch nicht, man kann Musik hören natürlich beim Fahren, man kann sein Telefon halt verbinden, Anrufe theoretisch entgegennehmen, wenn man entsprechende Vorrichtungen im Helm hat und so weiter. Aber auch eine Yamaha-App verbinden mit dem Motorrad und dadurch zum Beispiel direkten Zugriff auf die Einstellung von den Fahrassistenzsystemen und so weiter haben. Oder auch eine Navigationslösung, das hatten wir jetzt heute auch benutzt hier bei unserem Testride, und das lässt sich alles sehr gut benutzen und ist wirklich eine Verbesserung zu vorher und auch insgesamt einfach alles ein bisschen wertiger gestaltet. Das führt halt dann alles insgesamt dazu, dass man einfach auf die doch umfangreiche Elektronik des Motorrads einfacher und besser zugreifen kann. Auf elektronischer Seite ist sonst nicht allzu viel passiert. Wo auch nicht allzu viel passiert ist, ist der Motor. Da war aber auch eigentlich noch nie akuter Handlungsbedarf. Also bei der dritten Generation, bei der letzten MT-09, wurde ja schon ein großes Update gemacht mit mehr Hubraum und ein bisschen mehr Leistung. Wir haben jetzt halt immer noch knapp 120 PS aus knapp 900 Kubik, 890 sind es ganz genau. Und ja, der Motor ist jetzt natürlich an neueste Abgasnormen angepasst, Euro 5 Plus, und auch für die Zukunft gewappnet. Ja, und ist im Grunde genommen immer noch, hat die gleichen Qualitäten, die er vorher schon hatte. Und ich sag mal, ein Hauptcharaktermerkmal der MT-09 war ja wirklich schon immer dieser Dreizylinder, der von Anfang an wirklich ein knaller Motor war. Das hat sich bis heute nicht geändert. Also der hat massig Drehmoment, ganz früh untenrum, der lässt sich ganz breitbandig fahren. In jedem Drehzahlbereich kannst du ihn super anzapfen, die Leistung ist verfügbar. Und ja, der hat halt einen richtig knurrigen Sound, ohne aufdringlich zu sein, und dreht gefühlt unendlich und hat dann immer mehr Power. Also es ist wirklich ein richtig guter Motor. Und weil er so gut ist, musste man da jetzt auch nicht allzu viel ändern. Ja, und sonst auch eher kleine Detailarbeit an vielen verschiedenen Stellen. Was jetzt auch neu ist, ist die Bereifung. Da hatten wir vorher einen Bridgestone S22, jetzt haben wir einen S23, also eine Generation neuer. Was auch in der Vergangenheit öfters mal so ein bisschen kritisch beäugt wurde, war die Bremse. Die war eher defensiv abgestimmt. Manche würden auch sagen, vielleicht ein bisschen stumpf. Dem hat man jetzt versucht entgegenzuwirken, indem man eine neue Bremspumpe verbaut hat von Brembo. Ja, das sind eigentlich auch schon so die wichtigsten Punkte. Jetzt würde euch natürlich interessieren, wie fährt das Ganze? Ich kann sagen, also ich finde persönlich, dass jetzt eigentlich die MT-09 so fährt, wie sie eigentlich immer schon hätte fahren müssen. Beziehungsweise jetzt, finde ich, steckt die so in der Umgebung, die dieser Motor halt auch verdient hat. Es war immer ein Charakter, eine Charaktereigenschaft von der MT, dass sie halt einfach so diese sehr spezielle Ergonomie hatte, dieses sehr aufrechte mit einem sehr hohen Lenker, sehr tief montierte Rasten, dieses an eine Supermotor erinnernde. Das hat man jetzt halt ein bisschen verlassen, wie gesagt. Und dadurch hat man auch dieses ultra agile Einlenkverhalten ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen verloren, aber es ist halt nicht mehr ganz so. Dafür hat man aber halt deutlich mehr Stabilität und Neutralität. Also das Motorrad liegt jetzt einfach satter in der Kurve, lässt sich immer noch sehr leicht einlenken, liegt jetzt nicht ganz so schienenmäßig in der Kurve wie eine Street Triple oder ähnliches, aber es ist halt einfach echt ein wirklich schöner Kompromiss. Und das, was man gewonnen hat an Stabilität und auch Feedback von der Front, an Präzision, wiegt deutlich schwerer als das an Agilität, was man, sag ich mal, im Vergleich verloren hat. Aber es ist immer noch ein agiles Motorrad. Wir sind immer noch weit unter 200 Kilo. 193 Kilo sind es, glaube ich, insgesamt. Und lässt sich immer noch sehr spielerisch fahren, aber jetzt halt deutlich neutraler, deutlich mehr wie ein normales Motorrad. Normales Naked Bike, sagen wir mal so. Und das Wesentliche ist halt einfach, dass man jetzt wirklich mehr Druck auf der Front hat, was vorne ein bisschen gefehlt hat. Man kriegt ein deutlich schöneres Feedback von der Front und dadurch wird die Front einfach auch ruhiger. Das liegt aber jetzt auch nicht nur an der neuen Ergonomie, sondern auch daran, dass man das Fahrwerk leicht überarbeitet hat. Also es ist dieselbe Hardware, eine Kayaba-Gabel, aber man hat jetzt vorne quasi die Gabel deutlich straffer gemacht und das Heck im Gegenzug deutlich softer.
weil das halt auch vorher immer die Kritik war. Also das Heck war so ein bisschen trampelig, ein bisschen unsensibel. Und vorne die Gabel war eigentlich ganz okay, aber hat halt auch nicht so geschmeidig funktioniert. Und zusammen mit diesem gefühlt wenig Gewicht auf der Front war das halt schnell so ein bisschen nervös. Und jetzt hat man halt vorne die Federrate erhöht und gleichzeitig halt auch die Dämpfung ein bisschen angepasst, ein bisschen straffer gemacht und hinten die Dämpfung rausgenommen. Und es fährt jetzt insgesamt halt einfach deutlich harmonischer. Also es fährt halt wie ein sehr, sehr gutes Naked-Bike. Sehr harmonisch, die Front und das Heck passen jetzt gut zusammen. Und man kann die Power von dem Motor noch besser auf die Straße bringen und das halt einfach auch noch besser genießen. Und ja, ist ein super Motorrad und ist meiner Meinung nach eigentlich vielleicht sogar der größte Entwicklungsschritt, seit es die MT09 gibt. Kann ich jedem ans Herz legen. Kostet 10.799 Euro plus Nebenkosten und ist dann ab März im Handel verfügbar. Etwas weniger Gestammel und etwas schöner gewählte Worte gibt es schon vorher, nämlich sowohl in der Motorrad in Ausgabe Nummer 6 oder auch in PS Ausgabe Nummer 4, wenn ihr dann nochmal alles ein bisschen detaillierter und schöner formuliert nachlesen wollt. Also schaut da rein, schaut auf unsere Homepage, bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Ciao.